Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Paragon Pioneers 2. Ich habe gerade schon mal ein bisschen Aufnahme gemacht, dachte ich. Da habe ich gerade gemerkt, dass die Aufnahme abgebrochen ist. Cool. Das heißt, ich habe jetzt, ich weiß nicht wie lange, 10, 15 Minuten vor mich hingerödelt für nichts. Nice. Dann mal jetzt alles normal. Geil. ich habe vergangene Folge, waren wir ja stehen geblieben, dass wir bei der Insel noch Rohstoffe brauchten zum Fertigbauen. Ich habe das dann irgendwie gestern im Stream nicht mehr mit aufgenommen, weil das waren halt so literally 3 Minuten. Ah, die Rohstoffe sind da. Bap, 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 Gebäude hingebaut. Ja, Handelsrouten stehen schon. Danke, ciao. Also es hat sich halt wirklich nicht gelohnt. So, also ja gut. Aber ja, die Weinproduktion hier steht. Das ist soweit alles fein. Jo, prinzipiell wird das alles nach hier verschifft. Hier wird der Wein hergestellt. Und man sieht schon, die hier sind super happy, weil Wein ist da. Also die sind rundum versorgt, rundum glücklich. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Shenanigans gemacht heute. Ich habe erstmal heute Morgen vor ungefähr 13, 14 Stunden, irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, den Ausbau-Button geklickt. Da ist jetzt schon mehr als die Hälfte durch, also 57%. Der Rest wird ein bisschen länger dauern. Was einfach daran liegt, dass wir ja relativ viel auf Halde hatten und für manche Sachen auch einfach große Handelsrouten haben. Also Marmor haben wir ja eine riesen Handelsroute. Wenn da das Schiff das nächste Mal kommt, ist es wahrscheinlich fertig. Also wir haben eine kleine Handelsroute, die hier irgendwie in der gemäßigten Zone intern was macht, aber wir haben ja hier, wo ist es denn? Hier unsere kleine Marmorfarm, wo ja auch regelmäßig was abgeholt wird. Ja, also der Laden ist ja voll, da werden ja auch regelmäßig irgendwie 2000 noch was Marmor abgeholt. Genau, das bist du. Das ist halt in 2 Stunden wieder hier, sammelt es ein und ist dann insgesamt so in 7 Stunden, 7,5 Stunden hat es wahrscheinlich hier ausgeladen, 7,5 Stunden ist hier dann ausgeladen. In der Zwischenzeit hat die kleine Handelsroute noch ein bisschen was gebracht und dann sollte Marmor komplett erledigt sein. Werkzeug produzieren wir nicht wahnsinnig viel, aber da hatten wir noch ein bisschen was auf Halde und das sieht soweit halt alles gut aus, das passt. Also, das ist so eine Sache. Bretter hatte ich schon mal durchgerechnet, werden jetzt noch ungefähr 1,5 Tage dauern bei der Produktion, die wir haben. Mörtel wird tatsächlich noch ungefähr 2 Tage dauern. Vielleicht sogar ein bisschen länger. Also müssen wir mal gucken. Das ist auf jeden Fall nochmal, das wird noch ein bisschen dauern auf jeden Fall. Also die nächsten 2 Tage muss ich das Spiel quasi nicht anmachen. Vielleicht für Kleinigkeiten. Was ich, ob dieser Wartezeit, die wir jetzt ohnehin haben, auch nochmal gemacht habe, wenn ich das richtig im Kopf habe und richtig sehe und richtig davon ausgehe, zählt diese Ausbauzeit, die wir jetzt brauchen, um die Stufe fertig zu kriegen, schon mit als Wartezeit, die wir prinzipiell brauchen oder die wir haben, bis wir Stufe 4 von 4 angehen können. Weil an sich sind halt sämtliche Stufen, waren entweder instant zum Ausbau bereit oder waren ja schon irgendwie, selbst wenn, also als hier Stufe 2 fertig war, war hier ja der Balken auch schon auf, keine Ahnung, ein Drittel oder die Hälfte oder keine Ahnung was von der Wartezeit her. Von daher gehe ich stark davon aus, dass die Bauzeit jetzt auch schon mit in die Wartezeit für die nächste Stufe mit reinzählt. Und von daher habe ich mir kurzzeitig die Freiheit genommen, von der Insel hier das Gold abzuziehen, also die Handelsroute umzuleiten. Man sieht schon, denen hier fehlen Rohstoffe und es ist ganz eindeutig das Gold, was eigentlich schon hier wäre. Aber wie man vielleicht auch hier sieht, das wird gerade hierhin umgelenkt. Es sind 20 Minuten da. Also hier kommen gerade einfach mal 2442 Gold an.
das halt ganz ordentlich. Und wir brauchen für, weswegen ich das überhaupt mache, wir brauchen für Stufe 4 von 4 halt 5000 Gold. Das heißt, ich würde diese Handelsroute hier so, naja, prinzipiell dreimal ankarren lassen. Also beziehungsweise prinzipiell, bis das Lager voll ist, was ja mit 5000 der Fall ist, oder 5055. Und dann leite ich das wieder um. Und die Tatsache, dass in der Zwischenzeit natürlich die Brokatproduktion ein bisschen einbricht, wobei wir haben hier auch noch ein bisschen was auf Lager. Also hier sind schon auch noch so 770 auf Lager. Das wird sich jetzt natürlich zeitig verbrauchen. Aber die produzieren ja noch ein paar Prunkgewänder hier erstmal. Von daher geht das auch schon eine Weile. Und ja, irgendwann sind die dann halt nicht mehr 100% happy, was den Luxus angeht, sondern nur noch 90%. Und das macht hier die Wartezeit von Stufe 3 fertig, bis wir können Stufe 4 anfangen, tendenziell ein bisschen länger. Aber ich glaube, es ist zeitlich einfach sinnvoller, das ein bisschen länger zu ziehen. Wobei, wie gesagt, die Ausbauzeit hier jetzt eh noch 2 Tage mindestens ist. Und ich denke mal, dann, also ich rechne trotzdem damit, dass irgendwie, wenn wir Stufe 3 fertig haben, wir entweder Stufe 4 instant angehen können oder vielleicht noch so, keine Ahnung, maximal einen halben Tag warten müssen. Also das wird halt nicht so einen Riesenunterschied machen, wenn die mal zwischenzeitlich keine Prunkgewänder am Start haben. Dafür haben wir dann auf jeden Fall schon 5000 Gold hier, die wir eben für Ausbaustufe 4 brauchen. Außerdem brauchen wir 5000 Fenster, die haben wir hier. Außerdem brauchen wir 5000 Stahl, die sind hier. Und was wir dann leider auch noch brauchen, sind nochmal 10.000 Werkzeuge, und das wird halt dauern, weil Werkzeuge sind dann komplett leer gelutscht, weil wir hier auch schon 10.000 brauchten für den Bau, und dann brauchen wir halt nochmal 10.000. Das wird ein bisschen dauern. Wir produzieren, ich glaube, oh Gott, 1,5 die Minute. Lass ihn mal gucken. Wo machen wir das denn? Hier, glaube ich, ne? Oh, ich könnte hier nochmal aufstocken, glaube ich. Oder habe ich hier schon aufgestockt? Wir produzieren hier 1,5 die Minute. Ah, ne, das ist schon Maximum. Ja, okay. Ja, also mit 1,5 Werkzeugen die Minute brauchen wir für 10.000. Warte mal, das sind 90 in der Stunde. Sind. Also recht. Ja, es sind ungefähr 2.000 am Tag. Also sind ein klein bisschen mehr. Sind prinzipiell 2.400 minus 240. Macht. Oh Gott, 1160? Nein, 2160, so. Wenn ich mich gerade nicht verrechne. Ja, dann bräuchten wir halt schon so 4,5 Tage, um das Werkzeug fertig zu kriegen. Da habe ich halt nicht so viel Bock drauf. Was wir dann machen werden, oder was ich machen werde, ist, wenn wir hier das Gold vorrätig haben. Ich habe noch sinnloserweise ein Schiff gebaut, ne? Erkläre ich gleich. Werde ich nicht benutzen, aber erkläre ich gleich. Ja, also wenn wir hier den Goldvorrat haben, leite ich Brokat halt, beziehungsweise Gold wieder hier rum, hier hin, dann können die hier halt das machen. Und dann werde ich hier aber, glaube ich, die Eisenproduktion nutzen und einfach die Fassproduktion einstellen und die 10 Eisenschmelzen einfach dafür nutzen. Da muss ich hier noch ein bisschen Mörtel herfahren, was schwierig wird, weil wir dann wahrscheinlich keine haben. Es geht immer noch schneller. Also ja, ich werde dann hier noch Werkzeugmacher hinpacken. Da können wir ja 10 Stück von bauen. Das sind dann nochmal 2,5 Werkzeuge die Minute extra. Das ist halt schon ganz fein. Ich habe leider nirgendwo mehr Mörtel extra, ne? Ich hatte schon überlegt, ob ich hier noch irgendwo einen Findlingssammler zwischen die Kühe quetsche. Die können sich die Felder ja teilen, aber ich habe prinzipiell auch einfach keinen guten Bauplatz für die Hütte. Von daher
Und wir produzieren hier halt schon Mörtel extra. Also könnten hier halt noch mehr Mörtel-Mischwerke machen. Aber wir produzieren halt im Moment auch nur so 1,5 Mörtel am Tag. Das wäre mies. Pro Minute meine ich. 1,5 Mörtel am Tag wäre bitter. Dann bräuchte ich das Spiel dieses Jahr nicht mehr anzumachen. Nee, muss ich mal gucken. Wir brauchen ja dann für die Werkzeugmacher auch nicht Tonnen an Mörtel. Also was wir brauchen. Wobei, wir könnten das jetzt schon wegfahren, ne? Das wäre actually smart. Wir bräuchten 380 Mörtel. Lass das mal auslagern. Lass das mal jetzt auslagern. Das ist actually clever. So, und dann 20 wieder zurück, dann haben wir 380 hier im Schiff. Und fahren damit schon mal dahin. Und außerdem brauchen wir 580 Ziegel. Die kannst du halt relativ bequem lagern. Kann ich das irgendwie gut teilen? Weißt du was? 200, 200. 180, so. Das hätte ich auch einfacher haben können. Das hätte ich auch einfacher haben können. Aber okay. Es ist spät am Abend. Nun. Gut, also dann können wir da den Stuff bauen und dann... Ich meine, Mörtel dauert hier so oder so lange und dann dauert es halt ein bisschen länger. It's fine, actually. It's fine. Vielleicht richte ich hier doch noch ein bisschen Mörtel ein. Was brauchen wir dafür? Ziegel? Für die Mörtelmischwerke? Oder nur Steine? Wo ist denn der Schmutz? Ist das hier schon? Ah, tatsächlich, Bretter brauchen wir dafür. Ja gut, Bretter habe ich im Moment keine übrig zumindest. Wobei ein Mörtelmischwerk braucht 18. Die produziere ich im Moment in der Minute. Könnte man machen. Die Sache ist, wir bräuchten dann halt schon auch nochmal... Ne, da brauchen wir noch mehr Holz. Ne, ich krieg die Kaltbrenner hier auch nicht hin. Ist ja nicht nur, dass wir Stein brauchen. Wir müssen ja dann auch noch mehr... Entschuldigung. Wie gesagt, später am Abend. Wir müssen dann ja auch noch mehr Bäume hier fällen. Und ich habe langsam auch keinen Platz mehr für Bäume. Lass das mal nicht machen. Fuck it. Dann dauert Mörtel jetzt halt. I don't care. Aber ja... das ist so das Kompakt, was ich nochmal sagen wollte. Es gab ein kleines Update heute. Also prinzipiell, wenn ihr die Folge auf YouTube seht, ist das leider eine Weile her, weil ich einfach immer noch einen unfassbaren Vorlauf habe. Das war so nicht geplant, aber... deswegen blende ich mal kurz die Cam aus. Und Verwalter hatten wir uns ja letztes Mal schon angeguckt. Es gibt jetzt Herausforderungen, die ich definitiv nicht angehen werde. Ich werde die jetzt auch nicht alle durchlesen. Aber es gibt quasi Herausforderungen für den Neustart, wie so Späße. Du kannst nur Inseln der Größe 12 entdecken, dafür startest du mit 200 extra Inselplätzen. Ja, das sind halt so Sachen, wo ich denke so, okay. Ja, Ich glaube, was ich am ehesten noch machen würde, aber auch das werde ich nicht tun, ist... Pazifist, weil ich jetzt eh schon super viel bestochen habe. Du kannst keine gegnerischen Lager mehr angreifen. Dafür startest du mit der Forschung Bestechung, 2000 Talern. Und für Bestechung gibt es kein Limit. Also du musst dann alle Einheiten wegkaufen. Ich blende mich auch gleich wieder ein. Ich muss nur noch mal ins Menü. Deswegen. Ja, oder zum Beispiel irgendwie pro Haus können nur noch 5 Einwohner darin wohnen. Dafür gibt es doppelt so schnell Kreativität und so Späße. Kann man für Neustart dann machen, gibt dann, wenn man das abgeschlossen hat, eben nochmal ansehen. Aber ich habe auch schon grundsätzlich am New Game Plus einfach kein Interesse und von daher ist es so.
Statistiken gibt es noch neu. Die gibt es hier unter dem Statistiken-Button sogar noch ein bisschen ausführlicher. Da würde ich aber dann einfach im Detail mal reingucken, wenn wir mit dem Palast hier fertig sind, also wirklich mit dem Durchlauf auch fertig sind. Das ist so mein Plan. Und es gibt zwei Erweiterungen, die aber rein optischer Natur sind. Also das sind so Cosmetics quasi. Also es ist so, hey, kauft sinnlosen Scheiß in-game und unterstützt den Entwickler, was halt schon eine gute Sache ist, wenn man das machen möchte. Ich hätte hier ja dann irgendwie einen PayPal-Button fast sinnvoller gefunden als den Sparen. Weil was du jetzt halt kaufen kannst, es kostet, glaube ich, jeweils 1 Euro, also 99 Cent. Die Southburgs sehen glücklich aus. Also es ist halt, literally ändert sich das Bild von den Southburgs von so, wie es hier ist, auf so. Und die siehst du halt, jetzt kann ich mich mal wieder einblenden, die siehst du halt nie. Also die siehst du halt im Tutorial, in deinem ersten Durchlauf und danach nie wieder. Das ist halt so, das ist halt absoluter Quatsch. Also ich bin im Zweifelsfall gerne bereit, dem Entwickler mal noch 1 Euro zu geben, weil ich echt Spaß mit dem Spiel hatte. Aber, also das ist Quatsch. Sorry. Da finde ich Ork-Spieß umdrehen schon ein bisschen netter, weil das tauscht prinzipiell alle Menschen- und Ork-Grafiken. Also nicht nur auf den Häusern und so und hier in der Übersicht, sondern halt wirklich alles, also auch die Einheiten, die rumlaufen. Und dann spielt man halt die Orks und kämpft gegen die Menschen. Es ist quasi Warcraft 2 all over again. Aber ja. Ist jetzt auch nichts, was man braucht, ne? Aber finde ich auf, also da hast du beim Spielen dann wenigstens was von. So, ne, wenn man sagt so, ja komm, ich gebe dem Entwickler nochmal ein paar Taler, so, it's fine. So, verstehe ich. Da kann man das absolut machen. Aber, also, statt dem Kram hätte man halt echt einen PayPal-Button irgendwo bauen können. Weil davon hast du halt spielerisch gar nichts. Also, hiervon hast du spielerisch halt auch nichts, aber zumindest optisch. Aber hiervon hast du halt nicht mal optisch was. So, das siehst du halt nie wieder. Es ist halt 100% nutzlos, aber okay. Whatever. Ja, ich glaube, das ist alles, was mit dem Update im Großen und Ganzen dazugekommen ist, außer halt Bugfixes. Aber prinzipiell die beiden DLCs, wenn man so nennen will, die Challenges und die Statistiken. Jo. Und dann mache ich hier jetzt einen Cut in der Folge und dann werden wir, glaube ich, eine sehr kurze Phase haben, wenn ich hier den Knopf für Stufe 4 drücke. Das wird wahrscheinlich so ein Hi, ich starte jetzt den Ausbau von Stufe 4. Let's go. Bye. So ungefähr. Und dann machen wir nochmal irgendwie einen Abschluss, wenn das fertig ist. Aber ganz ehrlich, ich werde jetzt, keine Ahnung, in 2 Tagen mal reingucken. Naja, wahrscheinlich werde ich morgen Abend nochmal reingucken, die Goldhandelsroute wieder umbasteln. Und hier die Werkzeugmacher bauen. Und eine Handelsroute dafür einrichten. Schiffe habe ich hier liegen. Das ist dann wirklich nur eine von ungefähr 78 Handelsrouten. Nochmal neu einrichten. Das muss ich, glaube ich, nicht mit aufnehmen. Handelsrouten einrichten. Haben wir jetzt so oft in diesem Let's Play drin. Das reicht auch. Und das ist es. Also halt da 10 Werkzeugmacher hinpflanzen. Die Fassküfe rein, schlafen legen. Und eine Werkzeughandelsroute aufbauen. Und das Gold halt einfach wieder. Hier halt einfach Eterra wieder durch Schlachtereipapier ersetzen.
musste gerade kurz überlegen, wie die Insel heißt. Und that's it. Jo. Das ist, glaube ich, alles, was in den nächsten 2 Tagen passieren wird. Von daher, bis gleich. Ja nun, da habe ich gedacht, wenn ich alle Materialien zusammen habe, dann wird das schon nicht mehr so lange dauern. Nun, einen Tag 18 Stunden. Also wir müssen die Weinproduktion noch wieder ankurbeln, aber ugh. Ugh. Auf der anderen Seite werden wir dann wahrscheinlich sind wir dann auf jeden Fall instant fertig, weil es fehlen nur noch Werkzeuge und also davon haben wir halt schon über 7000 rumliegen von den 10.000, die wir brauchen. Alright. Hierhin? Nee, stimmt gar nicht. Hierhin. Ihr geht alle pennen. Ihr macht bitte alle weiter. Ja, und dann schaue ich so in 1,5 Tagen nochmal in das Spiel rein. Weil so ein Riesenunterschied wird das jetzt wahrscheinlich nicht machen. Nun, zur Sicherheit lagere ich hier. Achso, wobei kann ich. Na, ist eigentlich auch egal. So. Dann haben wir jetzt über. Dann haben wir jetzt 7200 Einheiten ausgelagert an Werkzeug. Das ist doch fein. Gut, dann sehen wir uns gleich zu dem High-Buy-Part, wenn ich den Ausbau von Stufe 4 starte, der dafür dann aber auch instant fertig ist. Bis gleich. Hi, ich starte jetzt den Ausbau von Stufe 4. Let's go! Bye! Na, just kidding. Also, angesichts der Tatsache, dass wir mit dem Spaß jetzt auch direkt fertig sind, und hoffentlich nicht nochmal 2 Tage warten müssen, bis wir im Feuerwerk rein... Nein, okay, wir können direkt den Palast eröffnen und... Ja, das war genauso unspektakulär wie beim ersten Palast. Und wie leider zu erwarten. Aber hey, der Palast ist fertig. We are done! Es ist auch... Es kommt nicht mal so eine Meldung, so von wegen... Herzlichen Glückwunsch, du hast... den ersten Durchlauf von Paragon Pioneers 2 abgeschlossen. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Es ist halt so... Nun, wir sind, denke ich, fertig. Also ja, wir könnten jetzt theoretisch noch hier irgendwen mitnehmen. Den Dschungelforscher oder keine Ahnung was. Ja, aber fühle ich halt irgendwie nicht so. Also. War ganz nice, aber ich bin auch ganz froh, dass wir jetzt irgendwie mal damit durch sind. Hat sich auch lang genug gezogen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Hätte man wahrscheinlich alles ein bisschen schneller und kompakter machen können. Aber, ich hätte vielleicht früher anfangen sollen, mir Sachen aufzuschreiben. Auch das hätte Sachen kürzer gemacht. Aber, das, wobei, also da muss man schon von einer steilen These sprechen. Wir wollten nochmal in die Statistiken gucken. 15.3. gestartet. Ja, krass. Einfach wirklich fast 2 Monate dran gesessen. Fast 56 Tage, davon im Spiel 4 Tage 13 Stunden. Also einfach mal locker über 100 Stunden. Ja gut, und im Hintergrund ist halt auch einfach schwierig formuliert. Im Hintergrund ist halt einfach, ja, da war das Spiel aus. Nun. Den hätten wir theoretisch auch früher. Krass, dass da exakt 5 Tage zwischenlagen. Das ist erst 5 Tage her, dass wir den anderen Palast eröffnet haben? Ha. Huh. Aber ja, das war auch hauptsächlich mit der Wartezeit verbunden. Trotz 990 komplett glücklichen Paragons. Die meiste Zeit zumindest. Okay, wir haben über 4000 Gebäude errichtet. 800 wieder abgerissen. 2600 Wälder bzw. Bäume gepflanzt. Wir haben kein Gebäude
umgesetzt, was aber auch daran liegt, dass das deaktiviert ist in dem Schwierigkeitsgrad. Von daher 210 Forschung abgeschlossen, 70 Vertiefungs-, also Unendlichkeitsforschung abgeschlossen, höchste Unendlichkeitsforschung oder höchste Unendlichforschung ist einfach verbesserte Beziehung, weil halt mehr Inseln. Wir haben über 64.000 Kreativität erzeugt. Am meisten tatsächlich die Arbeiter, damit hätte ich nicht gerechnet. Ah, wobei doch, die hatten wir ja mit Abstand am längsten. Die haben wir ja halbwegs zeitig bekommen und dann habe ich da irgendwie die 500 Stück hingepflastert und dann waren die da bis Spielende. Okay. Über 18.000 Mal geklickt, um Waren einzusammeln. Wo auch immer wir das eine Ding herbekommen haben. Keine Ahnung, da muss ich ja eigentlich auf die Musterei geklickt haben, oder? Keine Ahnung. Auch egal. 12 Kokosnüsse von der traurigen Palme, die irgendwo steht. Warte. Nee. Oh, habe ich die Insel nicht mehr? Oh, ich habe die Insel nicht mehr. Sad. Wir hatten irgendwo eine kleinere Insel, wo ich Kokosfruchtbarkeit noch mit drauf hatte. In der Hoffnung, da jemals Kokospalmen anbauen zu können. Dann war kein Platz da. Und dann war halt irgendwie so ein kleiner abgetrennter Spot irgendwie. Das heißt, auch in irgendeiner Folge drin. Und dann habe ich da halt aus Prinzip eine Kokospalme hingepflanzt. Für nichts halt. Aber okay. Nun. Da haben wir noch 57 gemäßigte Inseln entdeckt. Davon 48 wieder abgegeben. Na, wobei, wir haben auch die abgegebenen Inseln sind nicht alle in der gemäßigten Zone. Ein paar auch bei den tropischen Inseln. Ich glaube, ein oder zwei waren Trash, die habe ich nicht genommen und dann abgegeben. Und irgendwie zwei haben wir ja auf jeden Fall zusammengelegt, wenn nicht sogar vier. Ich weiß es gerade nicht. Aber ja, also ich denke mal, es wird sich ungefähr so aufteilen, 40 wieder abgegeben in der gemäßigten Zone. Das könnten wir eigentlich ganz easy rausrechnen. Wir haben hier wie viele Inseln? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bei 57 Inseln entdeckt, minus die Startinsel. Ich weiß nicht, ob die damit reinzählt. Also 14 runter, dann sind wir bei 43. Dann haben wir 43 da abgegeben und 5 tropische Inseln offenbar wieder abgegeben. Bei den nördlichen Inseln habe ich keine mit abgegeben, dann scheint da aber die Startinsel doch mit reinzuzählen, weil wir haben hier genau 5. Wobei wir die ja natürlich faktisch auch entdeckt haben, ne? Da haben wir ja schon ein Schiff losgeschickt. Und bei der starttropischen Insel auch. Na, letztendlich auch wurscht. Größtes Insellager ist auf der Hauptinsel mit 5.155, größte gar nicht so. Ganz ehrlich, mit Soldaten oder mit irgendwie... Na, da kommt ja noch die ganze Kampfrubrik, da habe ich irgendwann echt nie mehr viel gemacht, ne? Bevölkerung... Also, da sieht man es auch nochmal, die 500 Arbeiter, also beziehungsweise die Arbeiter hatten wir tatsächlich schon nach fast 16 Tagen. Und dann lief das halt noch 40 Tage, knapp. Nee, es lief ziemlich genau noch 40 Tage. Kein Wunder, dass die am meisten Kreativität erzeugt haben. Wir haben knapp 23 Millionen Waren erzeugt. Über 18.000 Gunst von den Paragons bekommen. Das ist so krass, wie das halt reinhaut. Man unterschätzt das irgendwie total. Also irgendwie durch Übergabe von Inseln haben wir halt nur so knapp 120 gemacht und dann stagniert das ja irgendwann auch so. Dann hast du das Gefühl so, ich komme nicht mehr wirklich weiter und ich brauche halt
ihr könnt schon noch mehr Inseln gebrauchen. Und dann kommen die Paragons und ballern dich so mit Gunst zu, was halt auch notwendig ist in dem Fall, aber es ist krass, wie viel dabei rumkommt. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass wir auf tendenziell 34 mögliche Inseln hochgehen. Ich hätte aber am Anfang auch nicht gedacht, dass wir 31 Inseln brauchen. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Nein, nicht in die Einstellung. Statistik wollte ich, danke. Über 2 Millionen Taler gemacht. Und davon nur die Hälfte durch Bevölkerung. Und mehr, also knapp die Hälfte und mehr als die Hälfte. Wobei, na, ist nicht ganz mehr als die Hälfte. Ah, es ist knapp die Hälfte. Aber definitiv mehr durch Handel gemacht, als wir durch Steuern bekommen haben. Und halt nochmal so Kleckerbeträge durch Beute und Inselübergabe. Durch Gebäude tatsächlich gar nicht. Es gibt ja die Münzpresse, glaube ich. Oder Münzpräger, wo du Goldbarren zu Talern verarbeiten kannst. Aber da ich nie in der Lage war, irgendwie, oder nie in der Situation war, nennenswert Gold überzuhaben, war das irgendwie nie eine Option. Und es hat ja dann auch so ganz gut funktioniert durch das Verkaufen. So, wir haben insgesamt 1144 Kämpfe gemacht, davon 1051 gewonnen. Also wir haben knapp 100, ja, also das steht ja auch drunter, wir haben 93 Kämpfe verloren, davon wahrscheinlich locker so 10. Nee, mehr, oder? Ich wollte gerade sagen, welche Kämpfe habe ich. Also was ich sagen wollte ist, davon locker 10 mit Absicht, um erstmal teilweise was freizuräumen. Aber das muss ja eigentlich bei allen so gewesen sein, oder? Dadurch, dass ich ja die Kampfvorschau hatte und ja auch wirklich sehen konnte, also das Ergebnis sehen konnte, müssen das ja 93 Kämpfe gewesen sein, wo ich gesagt habe, okay, wir müssen hier halt erstmal irgendwas freiräumen. Also weil Bestechungslimit erreicht und wir schaffen es halt nicht in einem Durchgang. Wir haben aber, funny enough, tatsächlich noch mehr Orks besiegt als bestochen. Und zwar rund 8000 mehr. Na, 7500 ungefähr. Lustigerweise habe ich aber... Und doch, ich habe gegen jeden Boss mal gekämpft, oder? Ja, ich wollte gerade gucken, ob ich irgendeinen Boss nur bestochen habe, aber nee, ich habe... Den habe ich tatsächlich nie bestochen, aber es gibt keinen, den ich nie bekämpft habe. Okay. Das ist halt so... Der krasse Punkt, von denen haben wir halt nur 383 bekämpft und irgendwie über 1800 bestochen. Das ist halt meine Ansage. Musketenkämpfer haben wir halt auch deutlich mehr bestochen als bekämpft. Bei den Kanonieren, es geht tatsächlich, da haben wir über 2000 besiegt auch. Ja, schon crazy. Von den Pferden hier, von denen hier, ja. Das war irgendwie klar, dass wir da mehr bestochen haben. Oh, von denen haben wir tatsächlich mehr besiegt als bestochen. Okay, da wäre ich jetzt nicht von ausgegangen. Okay. Ich habe von den Bossgegnern sogar mehr besiegt als bestochen? Funny. Wäre ich nicht von ausgegangen. Bei den beiden safe. Die habe ich halt wirklich nur so oft gemacht wie nötig. Und sobald ich die bestechen konnte, war halt so, okay, zack, weg damit. Wir haben erstaunlich wenig Söldner angeheuert, muss ich sagen. Irgendwas ist in der Statistik aber auch noch sass, oder? Also, wenn wir hier ausgebildete Truppen knapp 170.000 haben, plus 7.000 angeheuerte Söldner haben, also sind wir rund bei irgendwie 177.000 Einheiten. Und wir haben nur 26.000 Truppen verloren. Dann müssten wir ja irgendwo noch 151.000 Einheiten rumeiern haben.
Also da fehlen eine ganze Menge Einheiten in der Statistik. Da fehlen auf jeden Fall, wir haben eine Menge verkauft. Definitiv auch hierüber. Zack, 225 Einheiten weg. Die gehen halt nicht mit in die Statistik. Das fehlt da auf jeden Fall. Und ich werde auch einige versenkt haben, einfach um die Inseln frei zu haben. Weil ich ja dann eigentlich, wenn ich auf den Inseln fertig war mit Kämpfen und halt nur noch bauen wollte, ich ja meistens, also habe ich ja glaube ich in allen Fällen, ja. Ah, hier sind noch zwei, okay. Aber dafür, dass hier theoretisch halt irgendwie 151.000 Einheiten rumeiern sollten, haben wir hier 2.000. Da haben wir, naja, sind insgesamt 3.000 dann. Und hier ist halt nicht, hier sind auf dem Schiff vielleicht nochmal welche, aber halt auch nicht viele. Nochmal so 120 ungefähr. Na, 130. Also, Statistik schon auch ein bisschen weird. Wir haben 163 Schiffe, von den Dingern nicht eins gebaut, ne? Nicht eins. Finde ich gut. Hiervon haben wir halt einfach super viele genommen, weil die für die Handelsrouten im gemäßigten Gebiet einfach super waren. Und für das meiste ja auch völlig ausgereicht haben. Und sie sind halt günstig. Tatsächlich nur 8 Schiffe versenkt. Wir haben noch 155 Schiffe auf Handelsrouten. 84 Handelsrouten insgesamt. 84 Handelsrouten ist halt auch mal eine Sache. Ich finde es immer noch weird, dass die Mehrzahl von Handel Händel ist. Aber okay. Ja, wir haben halt 83 mal Einheiten verkauft. Ja, das ist halt so die Sache, die fehlen hier halt massig. Ja, wobei, ganz ehrlich, das sind halt auch nur, ich weiß nicht, 16.000, 17.000 Einheiten? Wenn man halt davon ausgeht, dass wir so im Schnitt 200 verkauft haben. Lass das 17.000 Einheiten sein. Also da fehlt hier immer noch eine Menge. Ah, es kann aber natürlich... Ah, was mit sein kann. Nee, aber die müssten ja trotzdem zu verlorene Truppen zählen. Das ist halt so die Sache. Wir kriegen... Oder wir haben ja die Milizen und die Schleuderer for free bekommen. Dann relativ zügig. Deswegen haben wir da auch so krasse Nummern. Ich denke, das wird damit reinzählen, ne? Ah, wait. Nein, nein, also ja, vielleicht auch. Aber der Punkt ist ja, und das ist auch der Punkt, wo die Statistik dann nicht klarkommt. Die Sache ist ja, du bildest ja Milizen und Schleuderer aus. Und die werden ja dann zu was anderem weiter ausgebildet. Das heißt, die zählen dann quasi zweimal in die Statistik rein. Also es ist ja für einen Ritter brauchst du ja, glaube ich, schon 2 Milizen und dann hast du halt hier 2 in der Miliz und dann einen Ritter. Das heißt, das wird doppelt berechnet. Das heißt, alles, was hier aus Milizen gemacht wird, müsste man hier eigentlich abziehen bei den ausgebildeten Truppen. Und alles, was aus oder was Weiterentwicklungen, sage ich jetzt mal, von Schleuderern sind, ja gut, das sind jetzt nicht so viele, müssten eigentlich bei den Schleuderern abgezogen werden. Und das macht dann schon einen großen Unterschied. Und das erklärt dann, glaube ich, auch die große Differenz bei Einheiten. Das macht alles erschreckend viel Sinn. Wie wir halt 40 Mal Kreativität gekauft haben und dann am Ende wirklich einfach gesagt haben, fuck it, und halt 10-mal wieder welche verkauft haben. Wir waren auch einfach inzwischen gefühlt in Gold schwimmen. Irgendwie 300.000 Gold. Brauchst du halt auch für nichts mehr. Das ist finde ich, so der einzige Punkt, der irgendwie nicht so ganz rund ist in dem Spiel. Also prinzipiell habe ich hier
super viel Spaß gehabt, auch wenn ich zwischendrin echt ein bisschen verzweifelt bin. Gerade als die Paragons dann kamen und halt irgendwie gefühlt 8000 neue Sachen gemacht werden mussten. Das war ein bisschen anstrengend. Aber soweit alles gut. So, das Einzige, was jetzt wirklich ein bisschen zäh war, war jetzt das Palast ausbauen am Ende. Also das hätten wir vielleicht einfach früher angehen können. Also vielleicht sollte man die Foundation für den Palast einfach wirklich früher bauen und das früher angehen. Aber ich meine, ich habe jetzt letztendlich eine Woche nur rumgesessen. Knapp. Also es war wirklich so 5 Tage lang. Oh jo. Das Spiel ist noch nicht durch, aber ich habe auch gar nichts mehr zu tun eigentlich, außer nochmal so 2 Klicks machen und dann mache ich das Spiel wieder zu. Und vielleicht nochmal hier und da ein bisschen dafür sorgen, dass halt das nicht noch länger dauert, sodass wir nicht noch länger warten müssen. Ja, vielleicht habe ich wirklich mit dem Palast zu spät angefangen, aber ja, und halt dieses nicht existente Feuerwerk. Das ist auch ein bisschen sehr sad. Aber nun gut. Ansonsten auf jeden Fall definitiv eine deutliche Verbesserung zum ersten Teil. Also schon allein, weil mehr Animationen drin sind, ne? Die ganzen Einheiten, also was heißt Einheiten, die ganzen Bewohner, die hier einfach was ist denn das Wort, was ich suche? Die Bevölkerung, die man jetzt einfach sieht, die hier rumläuft, die tatsächlich so diesen Wuselfaktor so ein bisschen mit reinbringt. Und das tatsächlich ganz cool, wo man auch wirklich sehen kann, dass die halt mit ihren jeweiligen Sachen halt interagieren. Also, dass die Bäume fällen oder dass die, keine Ahnung, hier dann Pferde einpacken. Dem Pferd den 2. Kopf abnehmen und den wegtragen. Nee, keine Ahnung. Okay, das ist jetzt ein komisches Beispiel, aber na, also man sieht halt zumindest hier und da, dass ein bisschen was passiert. Das ist ganz cool. Auch die Leute, wenn sie dann mal rauskommen mit der Spitzhacke, die dann Steine abbauen. Hier und da. Das ist schon ganz cool. Prinzipiell hätten wir, glaube ich, nicht eine komplexe Handelsroute gebraucht. Ich glaube, wir hätten alles normale Handelsrouten machen können. Aber ich bin die komplexen aus dem ersten Teil einfach so gewohnt, dass ich es einfach so gemacht habe. Also wahrscheinlich hätten wir das locker so machen können. Startinsel hier, Zielinsel da, Fracht. Jo. Ah, wobei, da hast du natürlich schon... Ah, guck mal. Das ist auch neu, oder? Oder habe ich das einfach nur nie gesehen? Die Transportkapazität pro Minute, die man maximal machen kann. Nee, das steht bei den komplexen Handelsrouten einfach nicht dran. Was ist denn das für ein Unfug? Warum steht denn das bei den normalen Handelsrouten, aber bei den komplexen nicht? Also warum sehe ich denn hier gerade nicht, wie viel... Also ich meine, ja, das sind, oh Gott, 320 Kapazität, die ich hier maximal habe. Also 4×80. Aber, also, das wäre halt total praktisch gewesen. Warum ist das hier nicht? Okay. Nun... Sei es drum. Ja, ich weiß nicht, kann ich nochmal ein Fazit ziehen? Gefühlt habe ich das auch irgendwann schon mal vor, ich weiß gar nicht, war das Anfang dieser Folge? War es vergangene Folge? War das, als wir den Palast hier gebaut haben? Ich habe keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, für 6 Euro wurde ich hier stundenlang fantastisch unterhalten. Ich hoffe, ihr auch. Und
Ich weiß nicht. Mal schauen. Bei einem dritten Teil wäre ich tendenziell wieder dabei. Wenn es nochmal irgendwas Neues gibt. Vielleicht. Keine Ahnung. Ich überlege gerade. Also es wurden ja DLCs angekündigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich nur so kosmetische Erweiterungen sein werden. Müssen wir mal gucken. Oder ob da tatsächlich noch irgendwie Content dazukommt. Ich weiß nicht, ob ich hier extra Content noch mit irgendwie covern würde. Also ob ich da nochmal was zu aufnehmen würde. Ich bin, glaube ich, im Moment auch sehr froh, das Spiel jetzt einfach auszumachen und dann nicht mehr anmachen zu müssen. So gern ich es gespielt habe, na, über 100 Stunden ist auch einfach mal gut. Sonst könnte ich halt auch einfach in den zweiten Durchlauf starten und da habe ich gerade im Moment gar keinen Bedarf. Von daher, it's fine. Aber ja, sehr cooles Spiel, definitiv. Und wie schon gesagt, sehr guter Fortschritt im Vergleich zum ersten Teil. Auch das Wasser und so, dass das jetzt einfach ist einfach, also klar, grafisch halt immer noch schlicht, aber es ist trotzdem deutlich hübscher geworden als der erste Teil. Auch mit den verschiedenen Gebieten, eigentlich eine sehr coole Sache. Am Anfang kriegt man so ein bisschen die Krise, weil die Hochseeüberfahrt halt irgendwie 4 Stunden dauert und man sich denkt, please no, es wird doch nie was, aber ja, eigentlich alles ganz nice. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken bis hierher, einen angenehmen Tag noch. Ich habe noch keine Ahnung, was als nächstes Projekt kommt. Es kann auch gut sein, dass jetzt erstmal in Häkchen so eine Woche Pause auf dem Channel ist. Also My Time at Porsche läuft ja auf jeden Fall weiter. My Time at Sandrock, nicht My Time at Porsche. My Time at Sandrock läuft ja auf jeden Fall weiter. Das ist nicht so das Ding, aber ich weiß nicht, ob ich direkt dazu komme, jetzt weiter aufzunehmen, weil ich so halb gezwungenermaßen bis Ende Juni meine Arbeitszeit auf, also auf mehr oder minder Vollzeit aufstocke. Also ich arbeite dann wieder regulär 5 Tage die Woche. Ich bin ein bisschen im Vorlauf, was die Produktion angeht. Das heißt, während ihr das hier wahrscheinlich, das Video irgendwann Anfang Juni seht, bin ich noch im Mai. Also ich nehme das gerade noch im Mai auf. Aber ja, dadurch, dass ich jetzt die nächsten Wochen einfach 5 Tage die Woche arbeite, weiß ich halt nicht, wie viel ich wirklich dazu komme, zu streamen und vielleicht auch außerhalb von Streams aufzunehmen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir erstmal für eine Woche oder so erstmal irgendwie nur ein Video am Tag wieder auf dem Channel haben. Was eigentlich auch der Standard war, eine Zeit lang. Von daher, keine Ahnung, wann das so eskaliert ist. Also was heißt eskaliert? Wobei, wir haben teilweise jetzt schon irgendwie 3 bis 4 Videos am Tag. Nicht jeden Tag, aber wenn dann halt mal irgendwie noch Ring Fit oder Starbound oder wie heißt es denn? Oder Idle Champs mit dazukommt, dann kommt schon mal schnell was zusammen. Ja, aber wie gesagt, ich muss halt gucken, wie ich es zeitlich packe. Maybe Nachfolgeprojekt halt erst so in einer Woche oder 10 Tagen oder so. Muss man mal schauen. Alright. Dann jetzt aber wirklich nochmal vielen Dank fürs Zugucken. Angenehmen Tag noch und ich hoffe, wir sehen uns bei irgendeinem anderen Video wieder. Bis dahin, nochmal vielen Dank und macht's gut, haut rein und tschüss.